Ja, du sprichst ein Thema an, was mir schon seit langem eigentlich am Herzen liegt, weil eben du hast diese Konkurrenzsituation beschrieben, die da besteht. Und ich glaube, die kann man nicht so leicht wegdiskutieren. Ja? Also du kannst natürlich eine Ausbildung zum Beispiel machen. Ja, gibt es natürlich. Ja, klar, die verschiedenste Führungsausbildungen etc. ist super, wenn man zu sowas kommt, wie du es eh schon angesprochen hast, viel zu oft. Gibt es die Situation, gerade wenn du so als Techniker zum Beispiel wo reinkommst, dass dir dann und auf einmal bekommst du ein Team und dann stellt sich viele Fragen auf einmal. Ja, puh, wie mache ich das jetzt eigentlich? Und manche sind halt mehr so die Naturals, die machen das super. Da klappt das einfach, ja, weil weiß nicht, das liegt halt in der Persönlichkeit gut drinnen. Und auf der anderen Seite, manche tun sich halt einfach schwerer mit diesen neuen Aufgaben. Man muss ja auch viel loslassen von alten Aufgaben, ne? Man kann sich nicht mehr irgendwie technisch in Sachen komplett verlieren, zum Beispiel. Und gleichzeitig muss man eben sich um die neuen Aufgaben kümmern dazu. Und diese Konkurrenzsituation, die du beschrieben hast, ist klar, ja. Ich meine, wenn du Glück hast, hast du nach oben hin zu deinem eigenen Chef ein super Verhältnis, vielleicht sogar wie so ein mentormäßiges Verhältnis. Das ist natürlich super und dann kann man sich ja da viel in Austausch gehen. Wenn das vielleicht nicht der Fall ist, okay, schwierig. Auf deiner Ebene mit deinen Peers sozusagen, ganz schwierig, weil am Ende des Tages, ihr probiert es alle Karriere zu machen in dieselbe Richtung, auf dieselbe Position hin, mehr oder weniger. Wenn das ein ganz großes Unternehmen ist, okay, dann ist es vielleicht so weit weg, dass es sich nicht so in die Quere kommt. Aber selbst dann gibt es halt natürlich gute alte Abteilungssilos, wo man vielleicht nicht irgendwie so die Interna austauschen möchte. Und zu deinen Mitarbeitern hinunter, naja, also hinunter im Sinne des Organigramms, wir wissen oder du auch hoffentlich, dass du dein Rollenverständnis so klar hast, dass du mit deinen eigenen Mitarbeitern nicht irgendwie deine Probleme sozusagen besprichst oder deine Herausforderungen, weil das halt oft dann ohne Kontext, zum Beispiel aus Mitarbeitersicht, extrem schwierig sein kann, das einzuordnen. Also, ich meine, da müssen manchmal Entscheidungen getroffen werden oder vorbereitet werden oder Dinge werden besprochen, die kommen dann so eh nie in echt. Und würden die halbe Mannschaft irgendwie nur komplett verunsichern, was denn da jetzt eigentlich los ist oder was da passiert. Also das ist sicher kein guter Ansprech. Die sind keine guten Ansprechpartner für diese Fragen. Und drum war das schon immer irgendwie ein großes Anliegen, eben jetzt dieser kurze Bogen gespannt, ein Format zu erschaffen, wo das möglich ist, wo man sich dieses Feedback und diesen Input holen kann.